Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, eure Lola. Ich komme aus Österreich. Genauso kommt auch das Zebra-Trashy aus Österreich. Wir haben alle Teilnehmer aus Österreich, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Gruppe bilden von Trash-Produkten, die ein neues Zuhause suchen, unbeliebte Produkte. Und ich mache ja auch wirklich auch gerne für Deutschland auch Trash-Pakete, aber es wird auf der Dauer teuer. Denn die liebe Renate hat bei der Post jetzt 23 Euro bezahlt, denn das Paket hat jetzt 15 Kilo und es waren aber gerade jetzt einmal, jetzt war am ersten gestartet hat die Birgit, dann von der Birgit war ich da, das Video habt ihr ja schon gesehen, dann war die Beautyplex, die ist auf Instagram, dann die Renate Beautywelt, die hat jetzt auch einen Kanal eröffnet mit dem ersten Trash-Video. Ich verlinke euch alle Kanäle unten in der Infobox. Und jetzt bin ich schon dran gekommen, weil es ist ein kleiner Fehler passiert. Aber es ist nicht schlimm, es wäre eigentlich jetzt dann noch die Cori-Lady dran. Und dann wäre eh ich auch gekommen. Also es ist nicht so schlimm. Also es sind jetzt quasi noch zwei vor mir. Das heißt, ihr werdet mich in der Runde 2 dann ziemlich zum Schluss nehmen. Und ich bin froh, dass Zebra Trashy hat zwei neue Leute dazu bekommen. Einmal die Beauty-Weltentdeckerin, das ist die liebe Caro, die kommt auch aus Wien. Und die hat auch einen YouTube-Kanal, die verlinke ich unten in der Infobox. Und noch dazu gekommen ist unsere liebe Stefanie, die kenne ich ja eh schon länger. Mit der habe ich auch ein Tauschpaket gemacht. Die ist auch noch dazu gekommen in der Runde 2. Ja, und wir sind jetzt zu 7. Für alle anderen Teilnehmer, also für andere Teilnehmer, die teilnehmen wollten, genau, ihr habt euch leider nicht gemeldet bei mir auf Instagram. Das heißt, ihr hättet euch, also mich anschreiben sollen, eine Nachricht, hallo Lola, ich möchte gerne mitmachen, weil ich habe auf Instagram, ich glaube, 600 Leute und ich kann nicht jeden Einzelnen schauen, wer aus Österreich kommt, dass er mitmacht oder nicht. Ja, also ich kann das jetzt nicht alles kontrollieren. Aber bitte, wenn ihr wirklich mitmachen wollt, Runde 3, dann müsst ihr schauen, dass sie mich anschreibt. Also wir nehmen höchstens noch 2 Leute auf, aber das ist höchstens. So, aber zurück zu unserer Zebra-Trashy. Ich glaube, ich muss langsam schauen, dass wir beginnen, weil es ist so viel drinnen. Also wenn ich dann das Paket bei der dritten Runde bekomme, dann stelle ich mir das so vor, dass das dann 30 Kilo hat. Puh. Aber legen wir mal los, und zwar legen wir mal los mit den Geschenken. Also die liebe Beautyplex war so lieb, die hat uns nämlich für jeden einen Sackerl geschenkt, und da ist drinnen eine Nagelfolie, das sind so 3 Stück, finde ich super, kann ich immer gut gebrauchen. Und dann hat sie uns auch eine wunderschöne Maske gegeben, finde ich schön. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie benutzen werde, ob ich sie nicht nur so für meine Sammlung hinstellen werde. Das ist wirklich so eine schöne Maske. Also ich danke dir von ganzem Herzen. Und ein paar Naschis sind dazu gekommen, und zwar hat sie uns da auch noch so 2 Naschis gegeben, die gehen an meinen Sohn, weil ich habe genug Zucker in mir, besser gesagt, also ich möchte schauen, dass ich ein bisschen jetzt im Sommer reduziere, weil mir ist der Kreislauf und die Sonne tut mir nicht gut. So, dann haben wir Geschenke bekommen von der Renate, von Renate Beautys Welt. Wunderschöne koreanische Masken, da werde ich mir eine nehmen, danke. Und die Lieben von der Birgit, nicht vergessen, von der Birgit ist ja noch das Geschenk, das darf sich dann die Cori Lady nehmen, und eine Maske. Und die Lieben, nicht vergessen, die Mädels haben alle Karten hingegeben, nicht vergessen zu unterschreiben. So, Runde 2, das heißt, Runde 2, ihr bekommt von mir alle einen wunderschönen Kugelschreiber und eine Maske. Das werde ich euch dann alles noch einmal erklären. Egal, ob das jetzt Runde 2 ist oder ein zweites, also egal, ob das jetzt für die 2 Leute sind oder Runde 2, ich habe entschlossen, dass ich in der Runde 2 auch ein Geschenk gebe. Ihr wisst ja, ich bin ja großzügig und
Bin ich das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich in Runde 2 auch noch einmal Kugelschreiber und Masken herschenken. So. Ja, jetzt legen wir mal los, denn es ist wirklich viel. So, legen wir mal los und zwar My Little Box. Ich habe versucht, einige Sachen zu ordnen, wie es... Ja, so, legen wir mal los. Und zwar haben wir einmal hier zwei Mascaras. Ich glaube, die wird eh jeder kennen, von Essence. Sorry, wenn ich das jetzt schnell mache, weil wir sitzen da über 2 Stunden. Dann haben wir hier von Catrice Generaccio Matte Lippenstift, auch eine wunderschöne Farbe. Dann haben wir einmal von Vesrocher einen feuchtigkeitsspendenden Handcreme. Die werde ich mir nicht nehmen, weil ich habe extrem viele Handcremen. Aber was ich mir definitiv nehmen werde, wäre von NYX das Candy Slick. Das gefällt mir so gut. Schauen wir mal, ich zeige euch das. Das ist eine wunderschöne Farbe. Und das nehme ich mir, weil das gefällt mir. So, dann haben wir hier einmal auch von Catrice. Das ist ein Plumpschein. Das ist ein wunderschöner. Ja, also vielleicht, weil ich habe sowas Ähnliches, aber das ist wirklich schön. Dann haben wir einen wunderschönen von Wet n Wild. Guckt euch mal die Verpackung. Ich habe bei Wet n Wild eigentlich noch, und das ist ein neuer, den werde ich mir aber nehmen, Mädels. Der gefällt mir von der Farbe und auch von der Verpackung. Ihr wisst ja, ich bin ein Verpackungsopfer. Deswegen wird der bei mir bleiben. So, dann haben wir einen von NYX. Das ist ein Liquid. Svenda, cremiger Lippenstift. Ich bin am Überlegen, ob ich es nehmen soll oder nicht, weil ich suche so einen ähnlichen. Aber der sollte ein bisschen matter noch sein. Also der kommt auf den vielleicht Stapel. Und ich werde euch natürlich dann Ende des Videos auch auf Instagram ein Bild machen, was ich dann auch wirklich nehme. Dann haben wir einen von Jafra. Die Marke kenne ich überhaupt nicht. Das ist alles. Also ich kenne die Marke nicht, aber wahrscheinlich wird es eine hochwertige Marke sein. Von den Farben habe ich genug, deswegen wird das weiterwandern. Und dann haben wir hier von NYX einen Soft Matten Metallic. Den habe ich mir schon angeschaut bei der lieben... jetzt habe ich vergessen den Namen. Also das ist auch ein wunderschöner. Ja, also ich bin wirklich am Überlegen. Weil von der Farbe habe ich wirklich nicht so viel. Das ist dieses dunkle Kirsch. So, und dann habe ich etwas gesehen von Essence. Das ist eine Mini-Lippenstift. Die sind auch so schön, Leute. Ja, ich weiß es nicht, ob ich die zwei nehmen soll und ob ich dann den Liquid weglassen soll, weil ich bin ja ein kompletter Limited Edition Fan. Das ist, vielleicht war das im Weihnachtskalender. Die schauen so schön aus. Schwer, ne? Der ist auch ziemlich neu. Der riecht auch sehr gut, ne? Aber ich glaube, ich lasse es einmal für die Mädels, ne? Weil ich habe ja jetzt schon den dunklen genommen. Ich lasse es für die Mädels, aber es ist wirklich so. Falls er irgendwann mal zurückkommen sollte, nur falls, dann nehme ich mir ansonsten, dürfen sich die Mädels den nehmen. So. So, ich lege jetzt querbeet, wir haben auch so Nummern geschrieben, dass wir sich auskennen. Ah, das ist die Lidschattenpalette. So, die Lidschattenpalette war ja schon einmal drinnen von Alverde. Sorry, wenn ich schnell mache, aber es ist wirklich noch ganz viel. Dann habe ich eine Lidschattenpalette reingegeben von Essence. Eine wunderschöne. Ich habe sie schon zweimal, deswegen darf die Wand weiter wandern und ist komplett neu. So, dann habe ich hier etwas entdeckt, was eigentlich hier nicht sein sollte, aber ich lasse es jetzt so, weil die Stefanie hat gesagt, die wird das sowieso wieder umändern mit Namen. Ja, wir Mädels sind ein bisschen kompliziert, ne? So, aber es ist eigentlich positiv, wenn die Stefanie das jetzt alles ordnet, ist das nur positiv für uns. So, weil keiner wird sich mehr auskennen und ja, ist aber auch eigentlich nicht euer
Es kann euch eigentlich egal sein. Genießt einfach die Produkte und den Rest machen wir uns aus. So, ich plapper heute wieder zu viel. So, also der Blessing Bronze Catrice, eine wunderschöne Palette. Ich würde sie mir nehmen, aber ich habe so viele Farben von denen und die ist komplett neu, also wirklich wunderschön. Dann habe ich von Revolution eine gesehen, die ist auch so schön. Aber ich werde sie weiter wandern lassen, weil ich habe so eine ähnliche. So, dann der Blush, der hat mich schon umgehauen, wie ich ihn bei der Renate gesehen habe. Ich habe wirklich viele Blush, aber ich habe so einen zarten, wie zum Beispiel jetzt das, also das, wie zum Beispiel den Lidschatten, habe ich zum Beispiel nicht. Also ich bin heute ein bisschen verwirrt, weil bei mir geht heute alles drunter und drüber. Mein Sohn war krank, heute ist der erste Tag, wo ich alleine bin. Die Wäsche gehört gemacht und alles. Also ich bin heute ein bisschen gaga. So, der Blush ist so ein Blush, wie wenn ein Hauch von zart. Also ja, ich werde ihn mir nehmen, weil ich habe sowas noch nie gesehen. Aber ich glaube, bei Jurassic Park oder bei Geburtstag Essence kommt so ein ähnlicher. Den werde ich mir auf jeden Fall kaufen, schon alleine wegen der LE. Aber der gehört mir. Sorry Mädels, aber ja, wer drankommt, darf sich das nehmen, außer es kommt zurück, dann kann man ja auch sagen, wenn keiner will, dann nehme ich mir. So, dann haben wir hier von L'Oreal eine wunderschöne Palette. Das ist eine wunderschöne Palette und ich bin am Überlegen, soll ich oder soll ich nicht. Es kommt auf den vielleicht Stapel, aber ich habe schon so viele Paletten, ich weiß es nicht. Was mache ich denn? Ja, ich nehme sie. Dann haben wir von mir eine Primark, die ist auch noch ganz neu und zugeklebt. Das ist eine sehr dunkle Palette. Ja, vielleicht gefällt es ja jemandem. Dann haben wir, das war ja schon in der letzten Box, das Bank Beauty. Auch eine wunderschöne Palette, aber ich habe wirklich orangene Farben, wirklich viel. Ja, und drinnen war ein Augenbrauenstift, den nehme ich mir, weil ich habe momentan Probleme mit meinem Augenbrauenstift. Ich schwitze, geht die Farbe runter. Also ich hoffe, dass mir der Augenbrauenstift wirklich hilft. Das ist einer von MUA Make-up Akademie. Ich glaube, das hat die Renate reingelegt. Den nehme ich mir, weil ich wirklich mit Augenbrauen momentan zu kämpfen habe. So, ihr Lieben. Dann legen wir das wieder zurück. So, genau, eine Box war leer, weil ich alles geschlichtet habe, um Platz zu schaffen. Ui, das ist schwer. Dann kommen wir zu der Brigitte-Box. Die Box gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. So, ja, da ist ein bisschen etwas rausgeronnen. Mädels, ich bitte euch, nächstes Mal nur einen Tick so raufzugeben, bitte. So, das ist das Duschpeeling Calm Coco. Werde ich weiter wandern lassen, weil ich habe von denen wirklich viel. Ich werde das jetzt ein bisschen hier putzen, aber es hätte auch wirklich schief gehen können. Dann haben wir eine Handcreme. Dann habe ich bemerkt, dass wir dieses Produkt zweimal haben. Das ist irgendetwas Hochwertiges. Hand, Mund, Fuß, Antitoxikant. Ja, vielleicht, ich war überlegen, ob ich mir das nehmen soll oder nicht. Aber ich muss schauen, was das kostet, ob ich den Preis auch wirklich ersetzen kann. Werde ich mir überlegen. Es gibt es zweimal. Dann habe ich von Isana eine Jellymaske reingegeben mit Hyaluronsäure, weil viele haben kein Isana, deswegen habe ich die reingelegt. Dann habe ich eine, die wirklich sehr gut ist. Das ist eine reichhaltige Handcreme von Dresdner Essence. Die ist hier ein bisschen schmutzig, weil die Coffee-Peeling hier ein bisschen... Ich werde es aber natürlich putzen. Dann haben wir von Avon ein Beauty Sleep. Das ist was ganz Tolles, nur ich vertrage es nicht. Bevor man schlafen geht, auf den Polster. Ich vertrage den Lavendel nicht. Dann haben wir etwas, das schaut mir aus nach einem Miracle Gel. Wollte ich mir auch nehmen am Anfang, aber ich muss schauen, was das kostet, ob ich ihn auch wirklich ersetzen kann. Aber ich würde ihn jetzt mal weiter wandern lassen. Dann haben wir hier einmal ein Polar Creme.
Ich glaube, das ist alles von den ganzen Boxen. Dann haben wir hier etwas Dry Nail Spray. Das heißt, das 60 Sekunden trocknet das aus. Ja, da ist jetzt nicht mehr so viel drinnen, aber vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Es wäre wirklich mal interessant zu wissen, ob das wirklich stimmt. Aber ich lasse es weiter wandern. So, dann habe ich hier von Japan ein Eierpeeling reingegeben. Auch sehr gut, nur mir taugt das nicht. Dann habe ich hier von ein Mizellenwaschgel, Augen-Make-up-Entferner, 2 in einen. Dann haben wir hier eine kleine Creme von Clorox und ein Selen-Cup. Das ist diese Menstruationstasse, den kann man das auch reinigen. Habe ich auch noch nie verwendet und deswegen habe ich das da reingegeben. So. Dann kommen wir zu Box Nummer We Are Enjoy. Und die ist auch randvoll. Da haben wir mal ein Bürstchen. Dann ein Pinsel, der Pinsel dient dafür für die Masken, genau. Dann haben wir hier zweimal Masken. Dann haben wir hier einen Hair and Body. Das ist so eine Seife. Die werde ich mir nehmen, weil ich tatsächlich keine einzige Seife habe, was das Body angeht. Ich hatte mal eine von Phenim, aber ich weiß nicht, die hat mir nicht zugehört. Dann haben wir hier eine wunderschöne Haargummi, ja, das noch aussprechen kann. Dann haben wir hier eine Balea Öl Repair Intensiv. Würde ich nehmen, aber ich traue es mir nicht, eben deswegen, weil ich momentan Haarprobleme habe. Was ich mir aber definitiv rausnehme, ist von Hello Body das Coco Cool Face Mist. Das nehme ich mir, weil ich von der Marke, was ich bis jetzt gehabt habe, überzeugt bin. Und wenn irgendetwas noch kommt von Hello Body, würde ich es mir auf jeden Fall nehmen. Also das kommt auf jeden Fall zu mir. Wie gesagt, das Produkt haben wir schon zweimal in der Box gehabt. Dann habe ich hier einen Concealer, einen, der mir aber zu hell ist. Dann haben wir dieses Micellen E-Cooking Gel zweimal drinnen. Und da haben wir hier auch etwas drin, einen Toner. Und eine Bodylotion von Laura Biagiotti Roma. Bei dem habe ich mich auch gefragt, was das ist. Das ist ein Glow Plump Australien. Okay, das ist eine Maske. Da kommt dann vielleicht Stabil. Und ich habe mir überlegt, für meinen Sohn eine Duschbombe zu nehmen. Wie heißt das? Walz 7. Genau. Ich habe die Marke eigentlich noch nie getestet. Also kommt das zu mir. Und hier haben wir noch so etwas Kleines. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das die Renate dazu geschrieben hat. Muss ich mal schauen. Und dann haben wir hier ein Chime Intensiv Maske. Chime sagt mir auch nichts. Und zwei Nagelfeilen. Die lasse ich aber weiter wandern. So. Uiuiui. Jetzt kommen wir zu Beauty. Beauty, Beyond. Ist auch egal. So, dann haben wir hier einmal diese Tabletten, was man für die, wie Zahncreme. Dann haben wir hier einmal von Rival de Loop einen Hyaluron Make-up. Dann haben wir hier Magnet Lashes, haben wir hier. Ja, ich werde mir das nämlich überlegen, weil ich wollte mir eigentlich einen Look schminken und ich mag keinen Kleber. Also ich schätze mal, ich werde mir die nehmen. Ja, ich nehme sie mir. So, dann machen wir es einfacher. Dann haben wir hier einmal dieses Manakada Beauty, das ist Step 1, Step 2, das ist ein Lashes Extends, das ist immer so mit weiß und hell. Dann haben wir von Essence etwas, was ganz cooles für Party. Dann von Bella Pierre haben wir hier einmal so ein Finish Puder. Dann dasselbe haben wir von Annabelle, was ein bisschen goldiger ist.
Dann ein Highlighter und ein Coverstift, den habe ich auch, der ist sehr gut. Und von Sunny Cosmetics haben wir hier die Lashes. Die sind mir allerdings ein bisschen zu Drama. Es ist wirklich, wenn man fortgeht und ich gehe eigentlich in keine Disco mehr. Und deswegen, ja. Dann haben wir hier einmal von Essence Stay, 16 Stunden Stay. Dann haben wir einmal von Avon, das ist ein Lip-Lacquer. Das ist genau diese Farbe. Moment, ich zeige euch die Farbe. Das ist dann so eine Farbe. Ui, ui, der ist offen. Der gefällt mir wiederum sehr gut. Den werde ich mir nehmen. Und was ich mir auch nehmen werde, wäre von Catrice ein Liquid Metal Eyeshadow. Das heißt, ich habe eigentlich nicht so viel. Also werde ich den nehmen für Smoky Eyes. Dann haben wir von Revlon, das ist ein Lippenstift Rose Wine. Dann haben wir von Look by Pieper Metallic Liquid Liner. Das ist auch super, da kann man auch immer diese Streifen jetzt machen. Dann haben wir von Plump Pore eine Mascara. Jo, das ist ein Braungel, das heißt, wenn man keine Braun hat, kann man da ein Gel drauf geben, dann peelt das und dann kommt es runter. Der schöne Lippenstift von Benefit ist noch da, der ist in Rot, den habe ich mir gesehen, nur ich habe wirklich nicht gewusst, was ich ersetzen soll. Yeah, der ist noch da, super, die nehme ich mir. Ich glaube, das ist dieses Augenbrauen. Wie gesagt, ich habe mit Augenbrauen wirklich momentan meine Probleme und deswegen freue ich mich, dass der wieder zurückgekommen ist. Ich glaube, der war von der Birgit. Dann haben wir einen wunderschönen Clumpschein. Dann haben wir von Max & More ein Liquid Eyeshadow. Das ist so ähnlich, was ich heute habe. Einen Glow Highlighter, der ist sehr gut. Also ich liebe die von Catrice. Könnt ihr euch gerne überlegen. Das ist wirklich ein sehr guter. Dann, ja, ich zeige euch das. Dann haben wir ein Creme Gel. Komfortzone, das ist glaube ich alles so von den ganzen Glossy Boxen. Und dann haben wir von Trend It Up einen Soft Kristall Eyeshadow, der ist wunderschön, der ist auch sehr stark pigmentiert. Also den habe ich nämlich auch. So, dann kommen wir zur Box Catrice. Hoppala. Muss schauen. Ah, das ist nämlich von Helene Fischer, der kleine. Na, wie heißt denn der? Der kleine Parfum. Dann haben wir hier einmal wunderschöne Nägel. Ja, ich traue mich, das nicht drauf zu kleben, weil mein Sohn ist jetzt schon eh schon groß, aber wie gesagt, halt, ja, ich weiß nicht, ob ich dann auch noch vom Haushalt und alles machen kann. Dann haben wir hier einmal Masken en masse. Sind die berühmten Action-Masken. Hoppala. So, ich hätte von Balea Forest auch noch die Creme und die Handcreme. Ich weiß noch nicht, ob euch das interessieren würde. Falls ja, könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben. Dann haben wir von M. Asam diese Self-Tanning Drops. Da bin ich am Überlegen, weil viele sagen, ui, mögen sie nicht. Ich weiß auch gar nicht. Ja, aber ich glaube, ich werde eh viel gehen in Sonne diesen Sommer. Ja, wenn sie wirklich zurückkommen, ja, aber ansonsten schaue ich ja mal. Ich sage, ich kenne die noch nicht, aber ich lasse sie jetzt einmal drinnen. Dann haben wir von der Marke Ant Menace Brown Wax. Da kann man so, glaube ich, die Augenbrauen so entfernen, was ich so gesehen habe. Das ist wieder mal nicht für mich, weil ich habe ja fast keine. Dann haben wir etwas von Resorcher. Das ist eine Moment. Anti-Hair. Genau, das ist etwas Haarverlust. Das nehme ich mir, weil, wie gesagt, ihr wisst ja Bescheid. Ich habe momentan Haarverlust und das ist sicherlich zu gut für mich zum Testen. Dann haben wir hier einen ganz normalen Spiegel. Sorry, dass ich ihn jetzt nicht aufmache, aber wir haben wirklich noch einiges. Dann haben wir hier noch einmal so ein Coconut Gel.
von Balea ein Lippenpflege. Dann haben wir, ich habe mir schon einmal überlegt, ob ich mir das nehmen soll. Das sind solche Stickers, angeblich die Falten dann bessern, aber ich lasse das mal für die anderen. Dann haben wir hier von Neutrogena eine Handcreme, die ist auch sehr gut für Winter oder für auch für strapazierte Hände. Habe ich momentan viel von Action, deswegen lasse ich das jetzt mal da. Und das ist auch sehr gut von M. Asam Vitamin C, eine Peeling-Maske, die habe ich auch gehabt in einer Box, die ist auch sehr gut und deswegen wird die weiter wandern. Und dann war noch etwas von Ritual of Young. Den habe ich nicht in der Box mehr zubekommen, deswegen habe ich ihn jetzt einmal so lassen. Die Richtung kenne ich nicht, aber ich werde es auch nicht drauf sprühen. Ich lasse es lieber, das ist so wie ein Schauergel. So, meine Lieben, das ist jetzt einmal die Box. Dann haben wir hier noch eine Box und zwar habe ich hier die ganzen Nagellacke-Produkte reingegeben, weil ich mir gedacht habe, ist vielleicht praktischer. Und zwar werde ich mir dieses Holzstäbchen nehmen, weil ich bin ja gerade an diese Nägelstickers zu machen und dann braucht man sowas. Dann haben wir hier wirklich ganz viele Nagellacks. Nägelstickers en masse. Super. Dann haben wir eine Nagelfeile, die werde ich mir nehmen. Die brauche ich nämlich, wenn ich dann meine ganzen Nägelstickers dann mache. Dann etwas Schönes, Glitzerndes. Silber, ein ganz silberner. Und einer für die Nacht, auch nicht schlecht. Repair. Ja. Ich nehme mir den, weil ich Pink liebe. So. So, ihr Lieben. So, dann haben wir hier noch ganz viel Kosmetik. Das ist mein DM-Koffer, gut, dass ich den gefunden habe. Der ist auch ratzevoll. Ui. Ich kann euch sagen, dass diese Vitamin C Drops, die kosten 15, 20 Euro. Die hatte ich schon mal in der Box. Nehmt euch die, die sind sehr gut. Einmal haben wir eine Handcreme, nein, Bodylotion, dann haben wir ein Olivenserum, dann haben wir hier ein Parfüm, Bananenhaarmaske, die kennt wahrscheinlich vielleicht mehrere, dann haben wir hier einen Nagellackentferner, ein Face Mist. Und ein Bananenschauergel, den habe ich damals von der Stefanie bekommen. Der wird jetzt weiter wandern und eine feste Seife mit Kamille. So, ihr Lieben, ich musste meine Speicherkarte schnell wechseln. Ja, dann haben wir noch das schöne Schminkorganizer. Dann haben wir von der Lean Beauty Bag so Kaffeekapseln genommen. Ich hätte sie mir gerne genommen, nur ich habe zurzeit Tassimo. Ich habe leider nicht mehr diese kleinen Tabs. Ich weiß gar nicht, kann man das auch für die anderen Tabs? Also ja, die, was ich habe, sind leider zu groß. Ne? Also wenn ich gehabt hätte jetzt, dann hätte ich auf jeden Fall genommen. Die sind so praktisch. Dann haben wir von Deluxe Tees in verschiedenen Formen. Wir haben hier Vanille, Apfel, Lemon, Ingwer, Orange, Tee. Hätte ich mir genommen, aber ich bin keine Teetrinkerin. Also für alle, die Tee nehmen, ist es noch original zu. Also top. So. Dann haben wir die Look Fantastic Box. Genau, da zeige ich euch schnell grob Tee. Da haben wir hier diese Tassimo mit Toffee, Schokolade. Dann haben wir hier einen Insekten-Snack, dann Mentholzucker. So, das zeige ich euch jetzt noch schnell. Genau. Ich finde auch die Box wunderschön. Vielleicht darf ich sie ja von der Birgit irgendwann mal behalten. Dann haben wir etwas von Deko-mäßig. Das ist so wie ein Topf. Ja, da kann man Zucker geben und so. Wenn der größer gewesen wäre, hätte ich ihn mir genommen. Aber ich bin mehr so, ja, die großen Dinge, ne?
Weil wir haben auch wirklich viel Süßigkeiten und so. So, dann haben wir das Pipi-Händerl. Auch wunderbar. Nur ich habe wirklich viel Deko zu Hause. Und das Problem ist, ich habe auch keinen Platz mehr. Also, wenn ich das Pipi-Händerl in der neuen Wohnung, dann würde ich es nehmen. Es ist wirklich so. Also, ich habe wirklich nur eine 54 Quadratmeter Wohnung und Leute, die ganzen Action-Halls und so, die staunen sich wirklich schon. Das ist auch wunderschön, aber wie gesagt, ich habe wirklich so viel, dass ich auch, mein ganzer Regal ist schon so viel. Also die Hälfte kann ich gar nicht zeigen, wie viel ich habe. Also das sind so zwei Dinge, wunderschön. Kann man Teekerzen dazugeben, wunderschön, wie auch das Pipi-Händel. Nur ich weiß dann leider wirklich schon bald nicht mehr wohin damit. Dann haben wir hier diese Kerze von der lieben Birgit bekommen. Auch eine wunderschöne Kerze. Die habe ich jetzt öfters auf Instagram gesehen. Das sollte jetzt ganz, ganz modern sein, wa? Aber wie gesagt, ich habe wirklich viel. Ich habe wirklich viel. Vielleicht freut sich jemand anders. Dann haben wir hier eine Kerze bekommen, super schön für den Sommer jetzt. Bitte seid nicht böse, weil ich jetzt das so schnell alles mache. Nur ich habe keinen Speicher mehr. Dann haben wir noch einmal den Buddha, auch wunderschön. Wird auch wirklich wunderschön jetzt hier auch dazu passen. Aber wie gesagt, ich habe wirklich viel Deko. Es sind wunderschöne Sachen dabei. Ich werde das dann nachher alles schön ordnen und zumachen. Ich überlege nur, ob ich nicht irgendetwas übersehen habe. Genau, ich habe eine Wimperndusche übersehen und zwar von NYX, diese World the Hype habe ich übersehen. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch wirklich viele Wimpernduschen, aber von NYX habe ich ehrlich gesagt noch keine. Ich lasse sie mal weiterziehen. So, ich glaube. Ich glaube, dass ich mit allen fertig bin. Hier schaut es aus. Also, wenn ich das euch zeigen würde, ihr würdet sagen: Oh, oh. So, ihr Lieben, ja, was nehme ich? Ah, genau, das wollte ich euch noch zeigen, weil ich das nicht aufgekriegt habe gleich am Anfang. Das ist eine wunderschöne Farbe. Wunderschön. Vielleicht nehme ich sie mir, wenn sie zurückkommt. So, ihr Lieben, was nehme ich mir jetzt? Genau. Also, ich nehme mal den Blush, dann die magnetischen Wimpern, weil ich ja immer Look schminke. Für den Augenbrauenstift bin ich extrem froh. Dann nehme ich mir den Metallic, dann nehme ich mir den für den Sommer jetzt, perfekt. Dann das brauche ich sowieso für die ganzen Stickers. Ja, bei der Palette muss ich mir überlegen. Den nehme ich mir auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich mir den nicht nehmen werde, weil ich habe wirklich viel. Also ich muss auch ein bisschen vernünftig werden. Den nehme ich mir nur wegen der Verpackung, das gebe ich ehrlich zu. Die Feile brauche ich sowieso, sonst hätte ich mir eine neue kaufen müssen. Und den nehme ich mir, weil mir die Farbe so gut gefällt. Und das für die Haare. Und das muss ich noch lesen. Und die Badebombe nehme ich für meinen Sohn. Genau, der ist nämlich so eine Bombe, Wasserbombenratte. Und nicht vergessen, den Lippenstift. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Und auf jeden Fall den Body Mist und die feste Dusche.
da ich davon den nichts habe. So, meine Lieben, ich beende jetzt das Video, weil ich bin wirklich wieder schon, also ich habe fast keine Speicherkarte mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich danke allen Teilnehmern, die mitmachen, stehen unten in der Infobox. Und die nächste ist jetzt die Cori Lady. Ich bin schon gespannt, was die Cori Lady sich rausnimmt. So, ihr Lieben, ich beende das Video, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.